Wie sieht's aus? Habt ihr manchmal auch Lust auf was Süßes? Am liebsten ein Stück Kuchen? Und natürlich ist gerade kein Stück Kuchen da. Ich zeige euch ein super leichtes Rezept für einen Tassenkuchen. Der ist nur aus ganz wenigen Zutaten, braucht wirklich 5 Minuten. Und ihr habt so einen luftigen, leckeren Kuchen mit einem Joghurt-Heidelbeer-Topping. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch gleich. Das ist Paul, 9 Jahre und das jüngste Familienmitglied bei uns. Und wir zeigen euch jetzt gemeinsam, wie dieser leckere Tassenkuchen gemacht wird. Seid gespannt! Zuerst brauchen wir 5 gestrichene Esslöffel Mehl. Paul macht das mal da rein. Wunderbar. Dann brauchen wir einen Teelöffel Backpulver. Dann brauchen wir einen Esslöffel flüssiges Kokosöl. 2 Esslöffel Ahornsirup. Ihr könnt auch eine andere Süße nehmen, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder Honig. Lecker! So, und dann brauchen wir noch einen Schuss Vanilleextrakt oder Vanillepaste, egal was ihr da habt. Und jetzt brauchen wir noch 2 Esslöffel Mandelmilch oder eine Milch eurer Wahl. Das ist völlig egal. Yes. So, das war's schon. Jetzt können wir das schon mischen. Bis keine Mehlklümpchen mehr zu sehen sind. Die sieht wie Brei aus. So sieht die Masse aus, genau. Und die kommt jetzt bei 900 Watt für circa 2 Minuten in die Mikrowelle. So, unser Kuchen ist jetzt aus der Mikrowelle raus. So sieht der ungefähr aus. Und jetzt machen wir noch ein leckeres Topping obendrauf. Dafür habe ich jetzt hier tiefgefrorene Wildheidelbeeren, die habe ich ein bisschen antauen lassen. Und da mache ich jetzt einfach 2 Esslöffel Joghurt rein, ganz normale Naturjoghurt. Und dann gebe ich noch einen kleinen Teelöffel Ahornsirup rein. Ihr könnt die Süße aber auch komplett weglassen, wenn ihr wollt. Ich kann euch auf jeden Fall Wildheidelbeeren empfehlen und nicht die normalen Kulturheidelbeeren, die es im Handel gibt. Die Wildheidelbeeren sind auf jeden Fall viel, viel aromatischer und schmecken richtig lecker. Das ganze Topping machen wir jetzt einfach auf unseren Tassenkuchen drauf. So. Und schon ist es fertig. So sieht das Ganze aus. Und Paul darf jetzt mal probieren. Innen drin ist er richtig fluffig. So, und jetzt ein bisschen pusten, der ist ziemlich heiß noch. Mhm. Und jetzt teste mal. Und? Köstlich. Schmeckt er gut? Ja, voll. Ha. Ihr seht also, unser kleiner Kuchen ist ein voller Erfolg. Paul schmeckt, mir schmeckt es wirklich oberlecker. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über jeden Daumen nach oben. Und folgt uns gerne für noch mehr Rezepte aus unserer Küche. Bis bald bei den Küchenabenteuern.